Ich bin Vorsitzende des Arbeitskreises Integration auf Landesebene für die Frauen. Bin Mitglied des Kreistages, dort des Kreises Mettmann, dort stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende der Bezirksfrauen Bergisches Land, vertrete da 4000 Frauen. Und mir liegt schon immer die Integration am Herzen. Und ich hatte es ja eben bei der Preisverleihung gesagt, ich wünsche mir, und dass der Wunsch in Erfüllung geht. Integration gibt es nicht mehr in unserer Gesellschaft. Wir sind alle eins. Das ist für mich der größte Wunsch und ich hoffe, dass ich das noch erleben kann. Ich arbeite daran, nicht nur, dass ich daran arbeite. Es ist wichtig, Netzwerke zu knüpfen für die Menschen, die nicht nur in Deutschland, in der Türkei, in der ganzen Welt leben. Netzwerke, wir sind eins und dann erreichen wir das, was wir wollen. Und es hat mich so beeindruckt, heute das Lied vom Frieden. Wir brauchen alle Frieden. Und wenn wir es schaffen, in jedem Land der Erde, es ist leider nicht so, es ist vieles, vieles noch zu tun, dann können wir uns glücklich schätzen. Haben Sie da auch Visitenkarte? Ja, ich habe eine Visitenkarte.